Hey, ich bin's wieder vor der Golden Oak und ich melde mich hier gerade mal zurück. Wir machen jetzt hier einfach mal gerade weiter und ich erkläre euch noch kurz was. Beim letzten Mal habe ich ein paar sehr merkwürdige Pausen gemacht, weil ich gleichzeitig versucht habe, hier zu spielen und mit der Skype-Funktion von Overlay zurechtzukommen, weil mir jemand eine Nachricht geschickt hat. Und ja, bevor ihr euch wundert, ja, am Ende des letzten Parts war etwa hier ein Gegner. Der hat uns erstmal von hinten volle Möhre den Arsch aufgerissen und ist dann einfach gestorben. Was ja genau so ein Ding war. Die einfach entweder von selber sterben, wenn sie ihren Angriff machen oder bei einmal dagegen husten, auseinanderfallen. Vielleicht hört ihr es auch schon, ich bin etwas krank und finde ständig nur nicht identifizierte Gürtel. Und naja. Ein beschädigter Reinglutstein. Plus 4 Schaden. Oh, ist es das wert? Ah, bei Umwandeln von zwei kleinen Glutsteinen bekommen wir einen großen. Sehr praktisch. Daran hätte ich mich eigentlich erinnern sollen. Habe ich aber nicht. Ist mir aber scheißegal, weil ich jetzt lustig im Kreis renne. Du, 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 du. So, mal sehen. Pilzspore daneben. Ah, zusammen mit der Katze geht alles. Meine Fresse, sind das große Katzen. Treppen. Ah, sind das große Katzen, natürlich. Und die nächste legendäre Kreatur, Utzgar. Hört sich an wie ein Wikinger. Oh, fuck. Aha, ich sterbe niemals. Zumindest nicht vor laufender Kamera. Aber im Ernst, allgemein, wir sind erst einmal gestorben, das war bei Brink. Und das war schon ziemlich erniedrigend, weil das echt am Anfang war. Mein Gepäck ist voll. Ich bin überlastet. Ach, dieses Schild bringt's einfach nur. Die nächste legendäre Kreatur heißt, wenn ich den Namen echt mal sehen könnte. Zikulzur. Seine Eltern müssen sehr viel Liebe in diesen Namen gelegt haben. Würdest du bitte dein Schild aktivieren? Ja, natürlich. Mein Gepäck ist voll. Ach, du glaubst, du hast Probleme, weil dein Gepäck voll ist. Ich glaube, du hast Probleme, weil du gleich stirbst. Kein Wunder, heile ich mich nicht. Ich trinke immer nur Mana-Tränke. Ich bin so unfähig. Meine Fresse. Zikuzu ist immer noch am Leben. Und er hat seinen kleinen Bruder mitgebracht. Jetzt zieht das nicht auf die familiäre Ebene. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Dein Inventar ist voll. Und noch ein Frost. Oh, Frost 2. Achso. Steuerung. Frost 2. 100% Chance auf Einfrieren des Ziels für 7 Sekunden. Das ist ja mal mehr als geil. Da haben wir eine Identifizierungsrolle, nicht Identifizierer Streitkolben. Gut, was würde es am meisten bringen? Ach, wir nehmen einfach den da. Schmelzeisengeißel. Ja? Das könnte mir gefallen. Warte mal, der macht 129, der macht 265 körperliche Schaden. Da ist der eigentlich besser, besonders wenn wir jetzt noch den Reinglutstein reintun. Das ist so geil. Der Vorwitz des grünen Königs. Ich kümmere mich über den Namen Kugeln. So, dann holen wir uns noch das hier. Und jetzt schicken wir erstmal Bambi in die Stadt. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Ja, Zombie. Guter Zombie. Hast du fein gemacht. Ich mag Zombies als Unterstützung, aber ich hasse sie als Gegner. Oh, du kannst nichts mehr tragen. Na dann. Du weg. Du weg. So, jetzt kloppen wir mal ein bisschen mit der neuen Ausrüstung um uns. Okay, das ist jetzt leicht nicht mein Stil. Weil ich ein großer Freund davon bin, die Gegner aus der Entfernung umzunieten. Weil wir nicht so viel Leben haben, da
dass es sich groß lohnen würde, da erst hinzulaufen, besonders wenn die Gegner Fernkämpfer sind. Oh mein Gott! Wenigstens reflektiert unser Schild. Haha, ja. Eure Furzangriffe können mir nichts anhaben. Your face. Mein Gepäck ist voll. Bartaxe, okay, die ist jetzt nicht so gut. Glyphe der Richtung. Das war jetzt einfach. Jetzt müssen wir allerdings 17 Sekunden warten, bis Bambi zurückkommt. Na gut, so, dann gucken wir mal ins Inventar. Yeah. Wie ich es mir gedacht hatte. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Sehr schön. Also, MP. Ich bin jetzt einfach so genervt, dass ich jetzt einfach alles weghaue, was bloß aus Leder ist. Die Ringe auch. Ach, die Schultern auch, was soll's. Naja. Ah, gut. Das kannst du gleich nochmal weg. Und wir holen uns die Glyphe der Richtung. Und gehen zurück durchs Portal. Und wow, das wäre jetzt ein sehr kurzer Part. Ja, muss ja auch mal sein. Na gut, wir können ja noch ansatzweise mit dem... Bist du jetzt nicht weggelaufen? Gut, dann würde ich sagen, stellen wir uns schon mal hier rein. Und ziehen das noch durch, bis wir 15 Minuten haben. Yay! Ich werde, ihr seid schon alle ganz gespannt darauf. Krank sein ist blöd. Und ein Skelett. Natürlich. Was mich irritiert, diese Wesen wussten doch nicht von unserer Ankunft. Warum verstecken sie dies dann? Verstecken die sich dann? So. Korilgutsun, du hast keine Chance gegen mich. Oh, oh, schlecht, da fällt mir was ein. Wir sollten mal so langsam wieder in die Stadt zurück und mal gucken, was da geht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon vor einer ganzen Weile ein paar Quests erledigt haben. So, habe ich mir noch gedacht. Trillbot auf jeden Fall. Das ist immer der gleiche Schmarrn wie immer. Gulsaras. Natürlich nicht. Ah, na. Belsargun, Ebene 15. Annehmen. Sie haben eine neue Quest gestartet. Das langt uns natürlich wieder ganz knapp, ne? Welches Level sind wir denn? Wir sind erst. Ja, natürlich, wir sind 14. Ja, gut. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass hier mehr rauskommt. Ah, Gorn und Furl. Die beiden sind auch relativ praktisch. Man kann mit ihnen Waffen oder Edelsteine zerstören. Damit kann man nämlich entweder einen besonders guten Edelstein zurückholen oder einen besonders guten oder eine besonders gute Waffe zurückholen. Gemeinsames Lager. Ach, ich erinnere mich. Da kann man Dinge reinlegen, die man dann, wenn man neu anfängt, wieder benutzen kann. Also von Anfang an. Ah, das können wir jetzt auch mal machen. Dieses kleine Spiel. Muss ja auch mal sein. Dann hätten wir auch die 15 Minuten. Also was ich sagen wollte, dann kann man einfach in diese eine Truhe Gegenstände reinlegen, die man einfach mit einem neuen Charakter wieder benutzen kann. Was relativ praktisch ist. Außer man spielt natürlich zwei verschiedene Klassen. Das ist dann leicht unpraktisch. Praktisch, unpraktisch. Ach, jetzt sind wir... Wir sind jetzt nicht allen Ernstes... Aber wir sind in einem geheimen Dungeon von Ebene 1. Okay, Lugamroth.
What the? Wir werden nicht sterben, wir werden nicht sterben, wir werden nicht. Was? Was? Ah! Ihr wollt mir erzählen, dass ein paar Viecher der Stufe 1 genug. Okay, wir hatten das Schild nicht an und waren low life. Glaube ich. Ich muss mir das einfach einreden, sonst bin ich jetzt deprimiert. Ich bin nicht mal gestorben, als legendäre Kreaturen auf mich eingehackt haben und sonst was mit meiner entfremdeten Leiche angestellt hätten. Aber das? Das? Gott. Cool bleiben. So, jetzt mal gucken. So, wie funktioniert das jetzt? So, das ist ja sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber ich habe da ja unten jetzt ein Skype-Text drin. Aber okay, warum bist du so höllisch stark, mein lieber Lumagroth? Kein Wunder, bin ich so schnell gestorben. Das Ding ist einfach... Ach, der ist Stufe 13! Kein Wunder, ist ja fast so stark wie wir und macht wahrscheinlich deutlich mehr Schaden. Ach, nee, einfach mal alles um die Ohren hauen, was geht. Ach, und der Rattling ist natürlich... Ja, super. Und ich habe schon wieder vollgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Chat sehen könnt. Ich glaube nicht, weil Overwolf ein Overlay-Programm ist. Also es liegt über dem Bildschirm und sollte eigentlich nicht gesehen werden. Deswegen seht ihr auch nicht die ganzen Tools, die ich an den Seiten habe und die mich etwas beim Spielverlauf einschränken. Greifen wir das an. Oh nein. Jetzt aber. Bam. Ein Ulmenbogen. Jetzt verstehe ich endlich, warum die so mich so fertig gemacht haben. Das ist zwar die Ebene 1, aber es ist ein geheimer Tunnel mit Stufen von bis zu 3, also mit Kreaturen von bis zu Stufe 13. Denn es ist ja kein Wunder, dass wir hier untergehen. Was ist die Sprungattacke? Oh, in your face. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Das würde ich mal eine Bedrohung nennen. Okay, okay. Wirf Gegner zurück. Immungegner zurückwerfen. Felsentrolle. Und er kloppt Bambi. Wie gemein von ihm. So. Jetzt hole ich mir euch alle. Ich kriege schon wieder eine Nachricht ins Skype. So. Versuche ich das mal so schnell wie möglich abzuziehen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Nom 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 nom. So much win. So. Overlay-Programme sind sehr praktisch, weil man dann zum Beispiel wie Gronkh gleichzeitig ein Spiel spielen und in Twitter sein kann, was ihm ja erlaubt, immer diese Twitter-Nachrichten zu lesen, wenn er irgendwas macht. Und mein Gepäck ist voll. Dein Gepäck ist voll, ich weiß, ganz cool. Den Helm, den Zauberstab, die Brille. Unsere ist besser. Das ist eine... Nö. Nö. Der macht 108. Die Eiswacht macht auch 108. Einhändig Giftschaden 47, 87.
Verderbniskopf der Pest des Vampirs ist. Mein Gepäck ist voll. Gut, dann nehmen wir die Knarre zurück. Mein Inventar ist voll. Das war wieder die Knarre, die ich rübergelegt habe. Mein Inventar ist voll. Dein Inventar ist voll, ich weiß, dass dein Inventar voll ist. Gut, das interessiert jetzt nicht. Jetzt machen wir noch kurz das hier. Jetzt ist schon wieder 15 Minuten. Wir sind wieder durch. Ui. So, dich kloppen. Und jetzt folgen wir der Kerbe. Dass wir hier so schnell wie möglich rauskommen. Bambi, dich schicke ich jetzt mal kurz los. Sterb! Schnell. So, jetzt müssten wir aber gleich draußen sein. Tisch des Vorarbeiters. Komm schon. Ich will hier raus. Ich sehe es schon, es wird wieder ein 20 Minuten Part. Und dauert das wieder so lange zum Hochladen. Ich wollte doch nur einen kurzen Part machen. Für die Kinder. Mein Gepäck ist voll. Ach du Kacke. Ach so, der ist eine Stufe unter uns. Gut, dann 108 Schaden. Der macht... Natürlich. Feuerball 2. Das ist etwas, was mir gefällt. Haben wir hier mal den Feuerball 2 hin. So. Mal sehen, Waffenwechsel. Schmeißen wir das Schild weg und die lumpige Schriftrolle und holen uns die Identifizierungsrolle und identifizieren damit diese Armbrust. Und jetzt haben wir eine Knarre. Oder auch nicht. Jetzt haben wir keine Knarre. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Ich dachte, ich hätte die Knarre. Wo habe ich die Knarre hingetan? Nein. Da ist sie, aber ich... Wie mich das schon wieder aufregt. Jetzt aber. Einen gespaltenen Stab holen wir uns noch. Bam. Das sieht doch mal sehr episch aus, wie wir da mit unendlich Munition in einer Ratschlosspistole ballern. Ich meine, war ja früher auch so. Man brauchte ja keine Munition. Ich meine, die Teile waren nicht einschüssig oder so. Das ist ja nicht so, als hätte man da eine Tretladung benutzt, um die Kugel dank einer Explosion des Schwarzpulvers durch den Lauf zu treiben. Oh mein Gott, ich sollte echt Dr. Halbwissen nachmachen. Ah, oh, ich bin ja so selbstverliebt. Ich bin toll. Ich bin überlastet. Na, du bist überlastet. Marcel, das weg. Der Vorwurf ist das grün gesehen. Behalten wir mal. Brauchen wir nicht. Das weg. Und dann schicken wir Bambi gleich mal wieder zurück in die Stadt. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Das dürfen wir dann aber auch gleich durch sein. Mein Gott, alles was ich will ist hier weg. Feuerball. Too epic for this world.
krass. So, damit brutzeln wir uns den Weg frei. Dann machen wir Kentucky Fried Gegner. Ach, ich liebe Kentucky Fried Chicken. Nom 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 nom. So, also da geht's nicht lang, aber hier ist die Kerbe auch. Geht's dann doch hier lang? Manchmal ist die Kerbe verwirrend. Nein, hier ist eine Sackgasse. Aber hier ist gleich mal gar nichts. Das ist ja sehr deprimierend. Laufen wir jetzt mal hoch. Spuck Gift natürlich, Gift. Wenn du... Oh, es hat Gift gespuckt. So, erstmal heilen. So, das ist dir in die Fresse. Sind wir schon bei 20 Minuten 40 Sekunden? Nein. Ich will doch nur hier durch. Der greift mich mit einer Spitzhacke an. Das ist unfair. Ich greife ihn ja auch nicht mit einer Spitzhacke an. Also der Feuerball ist ja mal derbe episch, aber der hat einen richtig fetten Cooldown, wie es aussieht. Ja, 4 Sekunden. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Das ist ein Redlink-Vorarbeiter. Den kennen wir ja noch, aber diesmal ist er stärker. Immer noch scheiß schwach, aber stärker. Diese ganzen Gegner, die ich auf meine Seite ziehe, sterben immer in dem Moment, in dem ich den Schlag ausführe, der sie auf meine Seite stellt. Weil ich zu stark bin. Ich glaube, das ist wirklich genau wie Ebene 1. Bloß ein bisschen verdreht. Mein Gott, ich will doch nur hier weg. Kommen wir da rein? Nein, da steht. Ja, da steht dieses Minecart wie in Ebene 1. Gut, dann haben wir es ja jetzt. Gleich. Haben wir noch da einen Feuerball hin. Und hier hauen wir ein bisschen mit Sulamans Streiter rein. Verderbter Zauberstab. Schöne Sache. Was ist mal das? Wo geht's hier noch lang? Hier geht's nur hier hoch. Ja, vielleicht hätte man da Schützen hinstellen können oder so. Das wäre ein bisschen geschickter gewesen. Da hätten wir erst hier ganz außen rumlaufen müssen, bevor wir die angreifen hätten können. Außer mit meinem absoluten Lieblingszauber, weil da kann man wirklich auf jeder Ebene alles angreifen und es macht auch noch richtig fett Schaden. Und der Troll ist auf unserer Seite. Like a Boss. Kulrot. Vaktelon-Magier. Da, das war der Magier, der aussieht wie eine Fledermaus. Ah, das war natürlich jetzt Verschwendung. Ist dieses Fass unsichtbar? Dieses Fass ist unsichtbar. Das ist ja krass. Einfach mal alle Zauber draufhauen, die wir haben. Ja gut, wenn Zauber nichts bringen, dann hauen wir die eben so auf die Fresse. Das bringt sogar. In your face. Ja, Stufe 15. Da ist die Treppe nach unten. Warte, Treppe nach unten? Verdammt. Gut, dann holen wir jetzt mal. Bababab. Was? Was? Ach, Mann. Hier haben wir einfach mal alles hoch. Sonst auf Magie. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.